Hallo ihr Lieben, ich grüße euch, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich das Thema mal überschrieben, Gott bleibt an der Macht. Wir lesen Folgendes in Apostelgeschichte Kapitel 4 und dort am Vers 25b, da heißt es, was tun denn die Völker, die Nationen so groß? Und sinnen die Nationen doch nur Nichtiges? Die Könige der Erde sind herbeigekommen und die Fürsten haben sich zusammengetan. Gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Die Gemeinde also im Gebet, die Gemeinde, die sich fokussiert in der Anbetung, in Lobpreis, in dem Innehalten vor Gott, will sich sättigen, Frische vor Gott empfangen in all dieser Not. Und jetzt drücken sie etwas aus, was David schon gesagt hat. Die Nationen, sie sinnen Großes. Der Mensch versucht ja immer wieder, letztendlich Gott so rauszuschieben. Das ist seit dem Sündenfall die logische Konsequenz. Der Mensch will allein leben, er ordnet sich dem Fürsten dieser Welt unter, in dieser Form, dass er sagt, ich bin doch der König, ich habe die Ahnung, ich bin der, der regiert und ich bin doch der Herr meines Lebens. Und doch stellt der Mensch so oft fest, er hat doch gar nichts in der Hand. Weder, dass wir am Ende unsere Gesundheit in der Hand haben, uns erleben. Nein, das sind so viele Dinge, die wir überhaupt nicht steuern können, die letztendlich, der Mensch sagt, na Glück oder Pech, aber die letztendlich, wenn wir das verstanden haben, was die Bibel uns sagt, uns zeigen, dass wir im Vertrauen auf Gott leben dürfen, weil wir leben ja über dieses Leben hinaus in Ewigkeit. Und in dieser Betrachtung ist es ganz wichtig zu verstehen, dieses Leben ist wie ein Wimpernschlag, es ist wie ein Hauch. Und jetzt sagt die Bibel hier, die Gemeinde sagt das und richtet sich aus und sagt, schaut mal die Nationen, was toben sie da, was unternehmen sie alles. Und wir sehen das auch in unserer aktuellen Situation in unserem Land, aber auch global, wie viele Dinge überhaupt nicht mehr zu steuern sind oder wo auch dumme Entscheidungen getroffen werden oder arrogante, selbstverliebte Entscheidungen, wo der Mensch meint, er hat da gute Ideen und gute Gedanken. Aber die Bibel hier sagt, es ist wie Nichtiges. Es ist letztendlich das Bestreben des Menschen, so sein eigenes Reich zu bauen. Aber wie oft wurde das schon getan? Vielleicht sogar mit guten Motiven. Aber wie oft ist der Mensch darin gescheitert? Wir sehen den ersten Versuch, Turmbau zu Babel. Der Mensch wollte groß sein, er wollte sich einigen. Wir tun etwas schaffen und wir alle sind dafür. Und das wird groß, das wird gigantisch und das wird richtig toll. Und Gott merkt und sieht, wie der Mensch in seinem Stolz letztendlich hochmütig wird. Und am Ende gibt es Riesenstreit und alles fällt in sich zusammen. Wie viele Reiche, wie viele Dinge, wie viele Philosophen und was auch immer, wie viele Richtungen gab es schon und Ideen, wo Menschen dachten, jetzt haben wir eine ganz tolle Idee und Gedanken. Aber es ist letztendlich wie ein Nichts. Es ist wie ein Hauch und es ist letztendlich der Widerstand gegen Gott, gegen seinen Gesalbten. Was die Bibel uns hier lehrt, ist diese Demut, diese Erkenntnis zu verstehen. Der Mensch ohne Gott ist letztendlich wie ein Blinder, der versucht, den Weg zu finden. Es gibt da keine Orientierung. Man findet nicht den Weg, man findet nicht die Tür. Es braucht, dass Gott uns die Augen öffnet. Und genau darum ist es so wichtig, dass wir auch für uns selber immer wieder vor Gott in dieser Demut treten und sagen, Herr, hilf mir, zeig mir, was gut und was nicht gut ist. Führe mich den Weg, zeige mir die Tür, die ich nehmen soll und da, wo ich auch nicht hingehen soll. Lehre mich. In dieser Form dürfen wir aber auch beten, nämlich für die, die uns ja, vorgesetzt sind. So sagt es die Bibel für die Könige. Betet dafür, tut Gutes und dient und arbeitet, seid fleißig. In dieser Form nämlich nehmt Einfluss, auch in eurer Gesellschaft, in einer positiven Art und Weise. Und das Beste, was wir da tun können, ist, vor allem erstmal beten, dass wir sagen, Gott, schenk du Erkenntnis für die, die in Verantwortung sind. Gib uns weise Leute, die uns voranstehen. Und in dieser Form möchte ich uns ermutigen, dass wir letztendlich nicht verzweifeln, egal was kommt. Regierungen kommen und gehen, aber unser Gott, er bleibt in Ewigkeit. Und da dürfen wir zu ihm kommen. Er wird nie seine Macht verlieren. Er wird immer in dem Top seines Einflussesbereiches und seiner Macht sein. Und so dürfen wir immer wieder im Vertrauen auf ihn sein, selbst wenn Dinge mal länger dauern, weil Gott geduldig ist, weil Gott auch da ein Hunger hat und eine Sehnsucht hat, Menschen zu retten und Menschen zur Einsicht zu bringen, dann dürfen wir immer noch vertrauen. Alles ist in seiner Hand und er bleibt der Souveräne.
Das darf uns Mut geben, das darf uns Freude geben, weil die Zukunft ist in seiner Hand. Gott segne euch. Wir sehen uns gerne wieder.